Und herzlich willkommen bei Carpas oh, shit. Route 250. 50 Jahre Regenwetter. Ah, hallo YouTube, ihr seht es schon. Neuer Titanfall Part am Start. Heute wieder Chief und Aileen am Start. Voll, Alter. Wir spielen jetzt hier die Kampagne vom Chief. Ist, von ich, mir? Ja, ist glaube ich die nicht. Erste. Glaube ich die erste Mission hier. Wie soll mir von mir die Kampagne spielen, Alter? Was hast du denn gestartet? Ich weiß schon, dass du in meiner Lobby bist. Achso, ja dann leck mich doch am Arsch. Ich hab gedacht, wir waren bei Chief in der Lobby. Nein, Mann. Ich dachte, jetzt gar nichts mehr. Wie ihr immer voll ausrastet. Hallo YouTube, und ihr seht es schon. Wir sind wieder da. Live on air. Wir voll die Prestige-Leute hier als Gegner. Wir sitzen nackig vorne, Klotze, und spielen Caper alone in the house. Rocking the building. rocking on Heaven's Door. Voll die Prestige-Nerds, mal guck mal, wie die abgehen, Mann. Der ist schon Level 8, Alter. Ja, oder verlieren wir jetzt eh, kann ich dir schon sagen. Ja, uneingespielt gegen solche Affen zu spielen, das ist bestimmt noch ein komplettes Team, Alter. Wir kriegen bestimmt voll aufs Maul. Nach, mach ich nicht. Ihr wahrscheinlich. Aber wir sind ja voll real und wir laden jedes auf YouTube hoch. Wir sind real, Mann. Wir sind die realsten, Alter. Keiner ist realer als uns. Rihanna. Hat sie auch gelernt. Keiner ist Rihanna als uns. Außer der Umbrella. Der Umbrella ist Rihanna. Quatsch, Alter. Ach, apropos, da fällt mir gerade ein, wie wir den letzten Part ja schon angedeutet haben und ihr ja fleißig unten in die Kommentare gepostet habt, muss Aileenis was erzählen. Wie es praktisch dazu gezwungen wird. Wir kriegen eine andere Wahl. Ein richtiger Schmankerl. Genau. Erzähl uns mal eine Story aus deinem Leben. Was wollt ihr denn hören? Welcher ist dein Lieblings-Ferrari? Chief. Ja. Es gibt kein Chief-Ferrari. Jetzt ernsthaft. Ja. Naja, aber es ist so. Es ist bestimmt echt geil, einen Ferrari zu fahren, aber es ist noch 10-mal geiler, ein Ferrari zu sein. Und es gibt ja einen Ferrari, der ist richtig schnell. Gibt's den echt? Klar, ja, ja. Der ist, benannt nach dem Erfinder. Der ist benannt nach dem Erfinder von Ferrari. Okay, ist gut. Ach, stimmt. Okay. Und der Typ, der wurde genauso genannt nach dem Erfinder von Ferrari. Okay, ey, gut. Alter, der Erfinder von Ferrari sieht genauso aus wie Özil, habt ihr das gewusst? Ja. Echt? Aber komplett genauso halt, ne? Buh, das nimmt mich. Das ist hart. Mhm. Das ist der Özil, voll die Kopie, ne? Voll der Faker. Ey, das ist halt krass hier. Ich hab noch nie gespielt. Ey, die regen mich jetzt schon auf, die Hundeköpfe. Ja. Wir brauchen B. Wir haben nicht mal A. Ja, das ist auch gut, wenn wir nicht mal A haben. Ich glaube, die wissen voll, wie sie spielen. Wissen. Ich sag ja, wir spielen, glaube ich, direkt gegen Full Team. Und eingespielt gegen Full Team. Was gibt's Besseres? Dann noch in Titanfall Hardpoint. Juhu. Boah, der snipert mich, Alter, der Penis. Boah, der kriegt gleich von mir so einen Pimmel auf den Kopf. Gib ihn Arcog. LOL, gequickscoped hat er mich. Alter, das ist ja, ich glaube, das ist ein Profi. Das könnte ich sein, ey. Ja gut, es wird schwer, Alter. Jetzt spielen wir halt gegen solche, wie als wenn er gegen mich spielt, ne? Das könnte jetzt ein bisschen heikel. Das ist ja voll die geile Kampagne, Mann. Die ist so episch aufgebaut. Die Spannung, ne? Die zerreißt mich fast. Alter, mach langsam, Alter. Am Ende bist du in 100 Teile zerrissen. Ja, da musst du aufpassen, ey. Die Spannung ist so mies hier, die zerfetzt dich in der Luft, ey. Vor allem haben wir 0 Punkte, Mann, was geht ab? Ich hab Ball eingenommen. Alter, wir kriegen voll aufs Maul. Oh, scheiße. Die nehmen A wieder zurück. Geht B reinnehmen. Wir haben 3 Punkte. Jawohl, wir haben gewonnen. Titan. Er ist ein Titan vor B, by the way. Ey, ich glaub, die haben Cheatsfall, ne? Ich will den Krieg beenden. Sagst du? Gibt Cheat auf Xbox One? Glaub nicht.
Wenn sie alle Gegner töten, wird der Krieg schnell vorbei sein. Ja, Mitte. Witzig. Ja. Komm mal bitte mit auf B, Alter. Okay, ich hab Zugriff. Neutralisiere feindliche Spectres in der Umgebung. Mann, Alter, dieser scheiß Titan vor B, ey. Das war gar kein Titan, das waren Spectre, noch schlimmer. Oh mein Gott. Ein Spectre. So sinnlos. Was machen die da oben? Kuscheln die da oder was? Ja, voll. Voll die Kuschler. Oh. Was eigentlich mit deinem Freddy, Aileen? Ein Freddy? Kennt man Freddy Krüger. Ist auf Koks. Der ist auf Koks. Auf Koks. Wer ist denn der Freddy jetzt? Der Freddy, das ist. Dann habe ich zu einem Geburtstag bekommen. Und? Das ist ein Einhorn, ein pinkes. Oh, es hat super süße Augen, es glitzert. Also die glitzern. Oh mein Gott, es glitzert. Das ist richtig süß. Und das ist unser Schulmaskottchen geworden. Total süß. Über süß, wirklich. Ja, und was ist mit dem? Was geht bei dem so ab? Herr Freddy, der dürfte schon einiges mitmachen. Berlin hat eine Facebook-Page aufgemacht. Über Freddy. Also nicht ich, also echt auch hier schon. Ach, ja, das ist das, hab ich eingeladen. Ja, von dem Kuscheltier. Genau, und Freddy. Ich soll eine Seite liken, die von einem Kuscheltier ist, also. Die wir gerettet. Ja, sag's doch gleich, hätte ich doch direkt angenommen. Hätte sie direkt geteilt, ne? Ich hätte direkt ein bisschen gepusht, ey. Das Stofftier. Ist ja total cool. Und gay. Nee, du musst dir mal den Bild an einer Promotion noch ein bisschen arbeiten, Aileen. Also, wenn ihr auch mal Freddy sehen wollt, müsst ihr mal bei Facebook eingeben. Wie heißt das? Freddy the Unicorn. Die sollen lieber alle mal auf die Facebook-Seite von Aileen, auf die normale. Ja, ja, genau. Aileen hat auch eine Facebook-Page, das werde ich unten mal in die Beschreibung verlinken. Wenn ihr auch mal sehen wollt, wie die aussieht. Miss Acock aussieht, dann könnt ihr mal auf ihrer Facebook-Page gehen. Und könnt da mal ein Like da lassen und schreibt am besten was auf die Pinnwand. Wie, hallo, Carper, schick mich. Ich soll sagen, schöner Acock. Kann ich auch mal einen Acock? Willst du auch mal meinen Acock? Ey, das natürlich nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr mal bei Aileen auf der Facebook-Seite vorbeischauen sollt, verlinke ich unten in der Beschreibung. Cool. Falls ihr die nicht sowieso schon geliked habt. Ihr seid ja immer up to date. Die. Ja, der Chief hat übrigens auch einen, aber die ist total kacke. Aber wenn ihr ja, meine ist auch da. Ist unten in der Beschreibung. Chief braucht noch ein paar neue Freunde, also könnt ihr den ruhig mal liken. Ja, ich brauch echt ein paar Freunde. Wenn wir schon gerade voll die Promotion hier machen, dann können wir auch eigentlich mal unsere Gruppe, die wir haben, mal hier ein bisschen erwähnen. Wir haben so eine Facebook-Gruppe, die heißt N7 and Friends, glaube ich. Questions und Ansas. Genau, und da könnt ihr halt, Questions das sind und Ansas eigentlich so gut bekommen. Wie alle in eigentlich so gut wie alle N7-Member drin, und dann, wenn ihr irgendwelche Fragen habt an irgendeinen N7-Member oder rund um N7, könnt ihr einfach in die Gruppe posten und wir beantworten die dann. So seid ihr immer in Kontakt mit uns. Ja, und allgemein so. Auf jeden Fall ganz nice. Könnt ihr auch mal beitreten, die Gruppe. Ist in der Beschreibung. Jetzt würde ich mal sagen, genug Werbung hier. Ey, Alter! Sonst ist ja nur hier 20 Minuten Laberei. Wir sind ja nur Werbung machen, Alter. Und? Auch schlecht, ne? Nur wenn ihr schon dabei seid. Das ist richtig schlimm, ey. Wenn wir schon dabei sind, haben wir übelst kassiert, Alter. Guck mal auf den Score unten. Achso, ja. Ich hab Erfolg bekommen. Ich hab gar nicht gespielt. 32 Punkte, Alter. Wir wurden. Du Scheiße. Übelst zerstört, Alter. Aber ich bin irgendwie nur einmal gestorben oder so, glaube ich. Ja. Wir haben ja alle Titans, ne? Das ist so schlimm, Alter. Ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt wird es so schlimm, weil einfach jeder mit Titan rumläuft, ja. Das hat ohnehin zu nichts geführt. Seine Truppen waren stärker. Nein, das Schiff ist noch gar nicht da. Doch, jetzt. Nein, da ist einer, Chief, hinter dir. Der sitzt da, der Wichser. Rein mit dir! Ja, ich bin drin! Nein, ich bin raus! Hey, lol! Das Schiff wurde kaputt gemacht. Unlucky. Da schafft das einmal in das Schiff rein, ne? Wird zerstört.
Fucking fuck. Einmal in sein Leben, Alter. Oh Mann, ey. Jetzt hab ich gerade können wegschiffeln. Achtung, schiffeln. Hier spricht Ihr Vice Admiral. Ja, wieder eine astreine Runde hier, wieder eine Niederlage. Es geht ja richtig knusprig hier von der Hand. Ihr seid mit schlecht, ich bin nicht mehr mit euch. Ja. Ja, ja. Da haben wir verloren. Jo, damit ist der nächste Part Titanfall auf jeden Fall zu Ende. Wir haben uns auf jeden Fall zu entschlossen, dass wir das nur noch auf eine Map begrenzen. Ich denke mal, das ist für euch eigentlich auch angenehmer zu schauen und eigentlich besser, als wenn man da direkt so 40 Minuten in, vorgesetzt bekommt. Deswegen machen wir das jetzt erstmal momentan nur auf einer Map. Aber wenn ihr auf jeden Fall wieder mehrere Maps sehen wollt in einem Part, dann könnt ihr es auch mal in die Kommentare schreiben. Ich bin da immer offen für alles und die Aileen auch. Ja, natürlich. Wie gesagt, schaut mal auf die Facebook-Kanäle vorbei. Ich verlinke es unten in die Beschreibung. Und damit ist die gescheiterte Niederlage jetzt vorbei und ich bin raus. Letzte Wort hat der Chief. Ja, ich habe gerade Pizza bestellt und ihr müsst überall einen Arcog hinterlassen. Besonders bei Aileen. Am besten irgendeinen Arcog, irgendein Bild. Okay. Ja. Arcog-Bild. Easy.